Hallo und einen schönen guten Morgen. In diesem kurzen Video zeige ich die Reparatur und Erneuerung und wer vielleicht bereits ein anderes meiner Videos gesehen hat, erinnert sich an das gesprungene Blatt aus Glas. Ich habe den vorderen Teil, der gesprungen war, abgenommen und durch einen gebogenen Glasstab ersetzt. Diese Bilder zeigen das gleichmäßige Erwärmen des Glasstabes, den ich nach dem Biegen an seine Position angeschmolzen habe. Ich gestalte gerundete Übergänge im Glasmaterial zur Lastverteilung der Struktur. Auch das Vorbild, die Natur, bedient sich solcher gerundeten Formen. Glas schmelzen dauert und je nach Materialstärke und Flammenintensität braucht es die Zeit und die Aufmerksamkeit im Ablauf der Dinge. Schließlich noch die zwei Übergänge von 14 mm auf 8 mm Materialstärke herstellen, durch punktuelles und flächiges Erhitzen das Glas in seine Form bringen.